Hallo und herzlich willkommen auf EU2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WWE2K19 Karrieremodus. Heute zur Auswahl Shane McMahon, Andrade Cien Almas, Akira Tozawa und The Miz. Aber wir werden erstmal, natürlich favorisiere ich jetzt hier The Miz, aber wir werden mal mit Shane zuerst quatschen, was er so für uns hat. Habe ich gesucht. Sheldon Benjamin, ein Iron Man Match. Nein, danke, ich werde mir The Miz vornehmen. Was hat er denn? Ein Last Man Standing Match. Okay. Ja, komm, The Miz. Hier, mache ich dich fertig. So, da wird mal wieder das Match angekündigt von der guten alten JoJo, die wir aber überspringen, weil wir diese charismatische junge Frau schon so oft gesehen haben, dass wir sie nicht mehr uns anschauen müssen. Denn entscheidend ist ja sowieso das Match, was wir hier haben. Sehen wir erstmal diesen charismatischen jungen Mann. Herr Evo 2K. Gucken wir, was er so auf die Kette hier bringt. Komm, lass mal einmal wieder hier so die Arme auseinander, die CM Punk-Geste, best in the world, ne? Und dann überspringen wir das Ganze mal. Ja gut, ein Last Man Standing Match. Ich gehe mal stark davon aus, dass The Miz mich jetzt hier nicht so fordern wird. Aber wir machen heute mal eine Challenge. Wir versuchen heute mal alle vier Barrikaden auseinanderzunehmen von den Zuschauerrängen. Dann sollte auf jeden Fall nicht mehr aufstehen hier The Miz. Oder wir können natürlich auch machen, dass wir mit ihm in den Backstage-Bereich gehen. Geht das in einem Last Man Standing? Das probieren wir aus. Wir werden im Last Man Standing Match in den Backstage-Bereich gehen. So. Natürlich wird das Match wieder angekündigt. So, komm The Miz. Wir gehen mal rüber. Geht der Ringrichter mit? Ja, er geht mit. Lolololololo, trol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 o. Ja, ich weiß, wie man Backstage geht. Sehr schön. Wow, böser Blick. Schockiert, wie er ist, kommt er hinterhergelaufen. Jetzt sehen wir uns erstmal einen Ladescreen an, den ihr natürlich nicht verpassen dürft. Den lasse ich heute bewusst mal drin, damit ihr mal seht, wie kurz das Ganze hier alles gestaltet ist. Also das geht ja quasi ruckzuck hier. So, hi Miss. Ja, jetzt aber. Nein! Der erste Schlag geht schief. Verdammt. Okay, The Miss fängt an, mich zu zerstören. Das finde ich nicht cool. Mach's doch mal ein bisschen brutaler, weil du die ganze Zeit wieder im Ring ist ja langweilig. Ach, verdammt. Ja, geh doch weg, Mann. Oh, jetzt aber. Müssen wir uns mal ein bisschen zurückmelden hier, ne? STO. Ach, kontert er schon wieder. Lass ihn doch zu, Mensch. Nein! So. So, Signature wäre da. Den ich jetzt wahrscheinlich nicht durchbringen werde. Weil der gute Knabe schon wieder einen Konterbalken hat. Der hebt sich aber auf. Okay, wir probieren es einfach mal. Wir probieren einfach mal den Signature. Und oh, der scheint gut zu gehen. Falcon Arrow. Aber wir wollen ja natürlich noch nicht, dass er schon ausgezählt wird. Deswegen heben wir ihn mal auf. Und er kontert tatsächlich. Wenn ich einfach nur einen Irish Whip zeigen will, kontert er. Und ich kann einfach nicht kontern. Warum auch immer wieder. Dieses Spiel. Ja. Das ist vor der Intercontinental Championship. Komm, wir gehen mal weiter darüber. Und er kontert wieder. Einfach nur ein Irish Whip. Es ist so dumm. This one's for the most coveted prize in sports entertainment, the WWE World Title. Oh, ich kann gerade auch nicht kontern. He's making a statement here with this attack.
Ja, nächster Falcon Arrow. Komm, hör mal, was los, Junge. Komm, The Miz. Geh schon mal zum Parkplatz, ne? Bleib dir doch ein bisschen stehen. Nimm dir einen Schluck Wasser, wenn du mehr kannst. Genau. Mach jetzt mal einen Griff-Move. Again, this one's for the most coveted prize in sports entertainment, the WWE World Title. Great effort, oh, da ist der Konter. Und der hat ein Signature sogar. Judging from the feeling inside this arena, I think this crowd knows. Warum kontert er denn immer die Irish Whips? Wie dumm ist denn das? Here in this match. The champ looks to be in phenomenal shape. It's going to be tough to defeat someone who might just be in the best shape of their career. So, kann man hier eigentlich was am Krankenwagen machen? Wahrscheinlich brauche ich da erstmal, oh mein Gott, wofür? The only thing anybody was talking about was this title match. Everywhere I went, from the coffee shop to the bookstore, everybody was talking about this match. Dann gehen wir halt zum Auto. Und er kontert wieder. Den Irish Whip. If the champ loses the title here tonight, it won't be from lack of conditioning. Talk about being in phenomenal shape. Byron, I had a similar experience as you this morning. Nearly every person at the gym I went to was talking about this title match, and rightfully so. This is an absolute huge match. Okay, wait. Let me get this lang nicht fertig. Byron spent the morning at the bookstore. Gucken, was wir so im Backstage-Bereich machen können. Went to the gym. Man, that's brilliant. You guys have any other jokes? Oh boy, he is rolling. Oh, da geht was. Oh, der Attitude Adjustment oder was? Eieiei, oh. Jetzt geht auch das Auto hier kaputt. Even a poll on WWE.com earlier today predicted we'd have a new champ. But at the risk of being a downer, I'll believe it when I see it. Können wir hier was machen? Es ging nochmal eine kaputte Scheibe. Ist das noch hier? Corey, I have to disagree with your earlier comment. I'm with the masses on this one. I think tonight is the night we crown. Ah, brutal, brutal, ganz brutal. This has been one heck of a match up to this point, and I think it's only gonna get better. Mich wundert ja, dass jetzt gerade von ihm kein Konter kommt. So. Komm, oh mein Gott, Move, der nächste. Geht nicht. Nein, jetzt kam doch einer. Schade. Oh, jetzt haut aber rein hier. Nein! Lächerlich. Toll, Hauptsache ich kann nichts machen, oder was? Zu spät, verdammt. Ne, zu früh schon da. Skull Crushing Finale. Komm, wir stehen einfach mal auf. Hallo, The Miz. Ich bin schon wieder da. Nein, scheiße. Ah, easy rausgekommen. Was macht denn der da hinten beim Krankenwagen? War der Arznei oder was? Oh, er kontert meinen. Oh mein Gott, Move. Darf das wahr sein? Aber wir kommen bei eins wieder. Wo will der denn nun hingehen, Mann? Komm, wir gehen einfach mal darüber. Komm, The Miz. Komm hier hoch. Oh mein Gott, die KI ist so dumm. Guckt euch die KI an. Dieses schlaue Spiel hier. Hört darüber. Na, Mann, lächerlich.
This one's about heart. Was denn jetzt? Bewegen von Ausrüstungskisten? Geil. Will ich jetzt aber nicht. Oh boy, he is rolling. So. But I don't know how much gas he has left, guys. So, ich werde jetzt auf ihn draufspringen von da oben. Und wir sind jetzt eh gekontert bei meinem Glück. Jawohl! Nein! Vorbeigeschwungen! Scheiße, Mann! Egal. Sah gut aus. Er kickt aus. Ich glaube, es ballert hier. Was ist denn da vor The Miz? Oh nein! Geh weg! Wieso hat er den Out Falcon Arrow? Ballert hier. Aber ich stehe trotzdem wieder auf. Ach nein! Oh verdammt. Steh auf, das hat doch nichts gemacht, Mann. Aber das ist jetzt halt die KI. Er hätte jetzt nachsetzen können. Und was macht er, der Idiot? Der geht einfach. Ach Mann, ey. Wieso konnte ich jetzt nicht machen? So, passt auf, jetzt wird nämlich gleich wieder gar nichts passieren. Oh doch, er will Skull Crushing Finale zeigen. Geh weg! Gekonterter Finisher. Dankeschön. So, dann gehen wir mal da hinten hin. Können wir hier noch was machen? Oh, er kontert wieder. Nein, zu früh! Nächstes Skull Crushing Finale. Okay, das wird jetzt hart. Oh mein Gott! Ah, ich habe noch hier Widerstand. Beziehungsweise das sofort aufstehen. Komm her! Was kann man denn hier machen? Jawohl. So, Junge. Das müsste aber gewesen sein jetzt hier. Too sweet. Too sweet. Ich geh mal da hoch, da sehe ich das Ganze besser. Er steht auf. Er steht ernsthaft auf. Komm hoch. Jawohl, er kommt hoch. Sehr geil. Nein, Mann. Nein. Nein. Scheiße. Nein, nein, nein. This one's about heart and determination. The will Ach, Kacke. And leave here tonight as the Intercontinental Champion. Oh boy, he is rolling. Oof. The longer this fight goes on, the more wear and tear on each competitor. Who is going to have enough to break John? Ach, komm, ey. Turn this thing around. This is a grueling championship. Ich hab Griff Reversal gemacht. Wants to lose this opportunity. Jawohl. Tschüss, The Miz. So, wenn das jetzt nicht das Ende ist, verstehe ich es nicht. Hätte jemand ein episches Ende, wenn. Er steht wahrscheinlich eh wieder auf.
Komm, steh auf. Komm doch. Ich komm nochmal runtergesprungen. Er steht wirklich nochmal auf. Wie lächerlich ist denn das bitte? Ja, komm halt nochmal hoch, du Mist. Hi. Nein! So, auf Wiedersehen, mein Freund. Tschüss. So, jetzt aber. Der hat einen grauen Körper, Mann. Taking on any more damage here could very well mean the beginning of the end. This is a grueling championship match. Nobody wants to lose this opportunity. Jawohl, gewonnen. Jetzt aber. Oh, was ein Backstage-Kampf. So krass hätte ich in 2K18 nicht mal mit einbegriffen, dass ich so einen heftigen Fight hatte. 5 Sterne, völlig berechtigt. Komm, gehen wir mal zurück hier ins Menü. Ja Leute, was soll ich sagen? Eine weitere Folge ist mal wieder beendet. Starkes Match, denke ich mal, was wir heute gesehen haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint auch gerne meinem Discord-Server. Der Link dazu in der Videobeschreibung, auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge von der WWE 2K19 Karriere. Um 15 Uhr täglich eine neue Folge von NHL 19, die DEL-Saison mit den Kölner Haien. 16 Uhr täglich eine neue Folge vom Community Universe, dem Evoverse. Wenn ihr darauf Lust habt, dort auch mitzumachen, schaut euch mal dazu das Video in der Videobeschreibung an und erstellt euch einen Charakter, wenn ihr eine PS4 habt. Und um 18 Uhr jeden Tag eine neue Folge von Road to Glory, wenn ihr da ein Interesse habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo hinterlassen würdet, wir diesen Weg gemeinsam bestreiten werden. Bin dann jetzt raus, wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende, also haut rein, habt noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.